Gerne möchten wir, das Historische Archiv der Stadt Köln, Ihnen in diesem Video zeigen, wie unser digitaler Lesesaal funktioniert und Ihnen weitere Tipps und wichtige Hinweise mit auf den Weg geben, damit Sie problemlos die gewünschten Archivalien finden und richtig verwenden können. Beginnen wir mit der Frage, wofür der digitale Lesesaal überhaupt da ist. Der digitale Lesesaal ermöglicht unseren Nutzerinnen und Nutzern, bequem und einfach von zu Hause aus und unterwegs in der umfassenden Datenbank des Historischen Archivs der Stadt Köln zu recherchieren. Es können hierbei auf alle zurzeit verfügbaren Informationen zu den Beständen und den einzelnen Archivalien zugegriffen werden. Ebenfalls können Abbildungen von Archivgut eingesehen werden, falls keine rechtlichen Einschränkungen dagegen sprechen. Außerdem ist es unseren Benutzerinnen und Benutzern möglich, nachzusehen, ob ein vom Einsturz betroffenes Einzelstück schon wieder nutzbar ist. Jegliche Informationen werden ständig aktualisiert, um Ihnen einen aktuellen Einblick in die Arbeit des Historischen Archivs der Stadt Köln zu geben. Da wir uns als Bürgerarchiv verstehen, können Sie auf unsere Daten ständig und ohne Anmeldung zugreifen, um einen eingehenden Blick in die Geschichte der Stadt Köln zu erhalten. Wie funktioniert nun der digitale Lesesaal? Um in unserem digitalen Lesesaal bequem zu recherchieren, stehen unserem Benutzer zwei Zugangspunkte zur Verfügung. Die Tektonik stellt die Inhalte des Archivs als Baumstruktur dar. Durch das Klicken auf Plus oder den Titel des Zweigs, der als Link gekennzeichnet sein muss, werden die entsprechenden untergeordneten Ebenen eingeblendet und durch Minus oder einen erneuten Klick auf den Titel wieder ausgeblendet. Ein Klick auf das Symbol des Zweigs zeigt die entsprechende Vorlagensicht. Hier finden sich genauere Auskünfte zu dem jeweiligen Element. Auf der untersten Ebene, der Ebene der Verzeichnungseinheit oder des Vorgangs, wird zusätzlich angezeigt, ob Digitalisate vorhanden sind. Falls dies der Fall ist, werden diese über den Link Digitalisate im Meet Viewer öffnen geöffnet und sind nun für den Benutzer einzusehen. Der Meet Viewer dient eigentlich nur als Navigation zwischen den einzelnen Bilddateien der ausgewählten Einheit. Um die einzelnen Digitalisate im PDF-Format anzuzeigen, greift er auf Anzeigefunktion Ihres privaten Computers zu, beziehungsweise auf das von Ihnen eingestellte PDF-Plugin. Bitte beachten Sie, dass die Qualität der Digitalisate stark variieren kann. Dies liegt oftmals am Alter der Digitalisate. Allerdings verfügt unser Haus über eine hervorragend ausgestattete Digitalisierungswerkstatt, die stetig an qualitativ hochwertigeren Digitalisaten unserer Archivalien arbeitet. Die Suchfunktion bietet verschiedene Möglichkeiten. Es lässt sich ganz einfach nach einem oder mehreren Suchbegriffen, der Signatur oder der Laufzeit suchen. Außerdem kann das Suchergebnis durch Eingabe eines Suchbereichs weiter eingegrenzt werden. Bei Auswahl eines der angezeigten Suchergebnisse erscheint die gewohnte Tektonik. Aber wie recherchiere ich nun sinnvoll? Nun gut, jetzt wissen Sie, was im digitalen Lesesaal zu finden ist und wie er funktioniert. Allerdings fällt es, wie wir aus eigener Erfahrung wissen, nicht auf Anhieb einfach, die gesuchte Information unter vielen anderen zu finden. Hierzu ein paar Tipps, wie man sinnvoll recherchiert. Erstens, versteifen Sie sich nicht auf einen Suchbegriff. Zweitens, suchen Sie zunächst in anderen Datenbanken im Internet, um einen Gesamtüberblick und Hintergrundwissen über ein spezielles Thema zu erhalten. So fällt es Ihnen auch einfacher, auf andere Suchbegriffe auszuweichen. Drittens, fragen Sie sich, ob Ihre Suchanfrage in Beziehung zu bekannten Persönlichkeiten aus dem entsprechenden Zeitraum und Gebiet steht. Viertens,
Fragen Sie sich, welche übergeordnete Institution oder welches Amt sich mit so einem Thema beschäftigen würde. Fünftens. Somit fragen Sie sich auch, in welchem Bezug Ihre Suchanfrage zur kölschen Geschichte steht. Sechstens. Falls Sie direkt über die Tektonik suchen, gehen Sie Schritt für Schritt vor und arbeiten Sie sich langsam hinunter. Aus welchem Bereich stammt meine Akte? Aus welchem Zeitraum? In welchem Gebiet, Amt oder Institution wurde sie ausgestellt? In welcher Abteilung? Unter welchem Überbegriff könnte sich meine Akte befinden? Versuchen wir dies nun an einem Beispiel. Nehmen wir an, Sie wollen über die Bergbaugesetze im Kölner Raum Anfang des 19. Jahrhunderts recherchieren. Erstens. Gesetze findet man im städtischen Bereich. Also gehen wir nun über den Tektonikpunkt Stadt Köln in die Suche. Zweitens. Anfang des 19. Jahrhunderts stand Köln unter französischer Besatzung. Demnach müsste die Akte unter der französischen Verwaltung zu finden sein. Drittens. Es gibt einen Bereich Bergbau unter diesem Tektonikpunkt. Viertens. Wiederum gibt es darunter einen Punkt, der sich Gesetze und Verordnungen nennt. Fünftens. Dort finden Sie eine Sachakte über die Gesetze über Bergwerke, dessen Digitalisate Sie nun aufrufen können. Kommen wir nun zu den rechtlichen Angelegenheiten. Hierbei möchten wir Ihnen erklären, worauf Sie als Nutzer achten sollen. Leider können wir Ihnen nicht alle Bestände bzw. Einheiten zur Sichtung bereitstellen. Das hängt mit den Datenschutz- und Urheberrechtsbestimmungen zusammen, die wir natürlich beachten müssen. Allerdings sind manche Einheiten nun nicht zur Veröffentlichung im Internet freigegeben, können aber gerne nach Voranmeldungen in unserem Lesesaal eingesetzt. Des Weiteren ist es sogar möglich, Sperrfristen auf Antrag zu verkürzen. Falls das Ihr Wunsch ist, kontaktieren Sie uns gerne. Wir helfen Ihnen mit Freude weiter. Außerdem möchten wir Sie bitten, darauf zu achten, die Bestandsbeschreibung zu lesen. Hier erhalten Sie wertvolle Hinweise. Zum Beispiel könnte dort vermerkt sein, dass Digitalisate zwar eingesehen werden dürfen, aber eine Einverständniserklärung des Nachlassgebers zur Verwendung vonnöten ist oder Sie je nach Verwendung einen Veröffentlichungsantrag bei uns stellen müssen. In solchen Fällen und bei sonstigen Fragen können Sie uns natürlich ansprechen. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Nun wünschen wir, die Mitarbeiter des Historischen Archivs der Stadt Köln, besonders viel Spaß und Erfolg beim Bestöbern der kölschen Geschichte.